Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie und in 2021. Ich bin ja bekanntlich ein Beauty-Guru. Und das heißt, dass ich sehr viele Produkte teste, sehr viele Produkte hier habe. Mein ganzes Zimmer ist voller Make-up. Und das ist vielleicht ganz interessant zu sehen, was ich eigentlich als meine Jahresfavoriten betitle, was ich wirklich das Jahr über immer und immer und immer wieder benutzt habe und was ich persönlich sehr gerne mag. Und das werde ich euch heute beantworten. Ach ja, New Year, New Me. Ich habe meine Haare gefärbt. Aber das ist halt keine Überraschung, oder? Ich habe das Gefühl, die sehen super dunkel aus gerade. Die sind nicht so dunkel. Bevor wir anfangen, kleines Dankeschön an euch, dass ihr mir so zur Seite standet in 2020 meine ich, nicht 21, in 2020, weil das Jahr für uns alle echt ein bisschen suboptimal war. Aber ich freue mich umso mehr, dass noch so viele von euch immer noch hier sind und immer noch meine Meinung hören wollen zu Sachen und immer noch mir gerne folgen und so weiter. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Bevor wir wirklich in die Produkte eintauchen, würde ich mal sagen, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann das jetzt gerne tun, die kleine Glocke aktivieren, um keine Uploads zu verpassen. Ich würde mich auch sehr über Daumen nach oben und Kommentare freuen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was eure Jahresfavoriten dieses Jahr waren. Und da würde ich mal sagen, wir legen direkt los. Ich würde sagen, ich nehme das Offensichtliche mal direkt vorweg. Und zwar habe ich ja mit BH Cosmetics Lashes und Pinsel rausgebracht. Das muss ein Jahresfavorit von mir sein. Ich habe einfach diese Pinsel vor allen Dingen. Das sind meine Babys. Nichts gegen meine Wimpern. Ich habe ja auch Wimpern mit BH, aber die Pinsel sind einfach so. Ich wollte immer Pinsel machen und ich habe immer diese Idee gehabt, ein Pinselset zu machen mit ganz, ganz kleinen, feinen, präzisen Pinseln, weil ich das nie gefunden habe damals, als ich angefangen habe. Deswegen wollte ich für euch sowas haben und ich freue mich so sehr, dass es so gut geworden ist. Mit den Wimpern haben wir super beginnerfreundliche Wimpern, die auch für tagsüber wunderbar funktionieren und eben auch ein bisschen Drama mit reinbringen. Das soll jetzt keine Werbesendung werden, aber ich musste es einfach ansprechen, weil natürlich sind meine eigenen Produkte definitiv ein Jahresfavorit von mir. Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Ich werde übrigens auch jeden Tag gefühlt gefragt, ob mein Code noch gilt. Der gilt auf unbestimmte Zeit, also mein Rabattcode für 10% gilt für, weiß ich nicht wie lange, aber bis ich euch nicht was anderes erzähle, gilt er auf jeden Fall noch. Deswegen könnt ihr da immer 10% sparen bei BH Cosmetics auf alles, was ihr kaufen wollt. Also, falls ihr da mal shoppen wollt, nicht vergessen, ich habe einen Rabattcode. Und was natürlich auch noch offensichtlich ist, ist, dass mein Studio dieses Jahr sozusagen fertiggestellt wurde. Das ist ein riesengroßer Top von mir von diesem Jahr, von letztem Jahr. Das ist ein riesengroßes Upgrade für mich gewesen und eine Rieseninvestition, aber es ist so cool geworden. Also das sind definitiv Sachen, die will ich kurz mal vorweg sagen, bevor ich so richtig loslege. Aber ich will mich jetzt auch nicht so lange damit beschäftigen, deswegen gehen wir jetzt direkt mal zum ersten Produkt, womit ich persönlich nichts zu tun habe. Außer, dass es mein Jahresfavorit ist. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an, und zwar bei der Pflege. Ich habe ein paar Produkte, die ich tatsächlich schon noch länger als dieses Jahr benutze. Also zum Teil 10 Jahre gefühlt. Aber das hier besonders ist mir sehr ins Herz gewachsen. Das ist von Clinique, der Take the Day Off Cleansing Balm. Das ist einfach so ein Abschminkzeug. Und das ist so schön. Ich habe jetzt das 4., glaube ich, schon davon. Also ich habe jetzt gerade neu angefangen. Das andere ist komplett leer gewesen. Das hat mir auch durch meine Spooktober-Looks ein bisschen geholfen, weil es einfach sehr schön runterschmilzt und es wäscht sich so einfach ab. Ich hatte schon von mehreren Firmen solche Cleansing Balms und die waren immer so ein bisschen ölig, fettig auf der Haut. Und auch mit Wasser ging die einfach nicht runter. Das ist bei dem absolut nicht so. Das geht super easy. Deswegen, das Ding ist für mich ein riesen Top-Produkt. Ich würde sagen, wir bleiben einfach in der Ecke. Ich habe noch die Clinique Moisture Surge Creme. Die habe ich euch schon in sehr vielen Jahresfavoriten-Videos gezeigt. Ich habe die jetzt wieder neu gekauft, weil ich einfach nicht mehr ohne sie leben konnte. Ich habe so viel ausprobiert, aber ich komme immer wieder auf die hier zurück. Ich finde die ganz toll. Ich benutze die zwar mit anderen Sachen zusammen, aber die ist grandios. Die gibt es auch noch in einer intensiveren Variante. Ein bisschen reichhaltiger noch, aber die ist wirklich toll. Die ist auch ohne Duftstoffe und ölfrei. Und so, ne? Ich klinge jetzt schon wie so ein Clinique-Ad. Ich wünschte, ich wäre gesponsert von Clinique. Ey, ich kaufe das Zeug seit Jahren. Ich habe mir vor einigen Jahren schon, eigentlich schon vor 5 oder 6 Jahren, glaube ich, geschworen, dass ich in solchen Favoriten-Videos niemals mich sponsern lasse von irgendeiner Firma. Das heißt, dieses Video ist auch nicht gesponsert. Nur so, hätte ich vielleicht direkt am Anfang sagen sollen, es ist nicht gesponsert. Einige Produkte habe ich natürlich geschickt bekommen im Laufe des Jahres, aber keiner hat mich dazu beauftragt, irgendwas zu erwähnen in diesem Video. Die Clinique-Produkte jetzt gerade sind zum Beispiel wirklich komplett selbst gekauft. Bevor wir weitermachen, es gibt noch ein Produkt und einige werden vielleicht schockiert sein, aber Kylie Skin. Und zwar die Hydrating Face Mask. Ich mache die immer abends drauf und meine Haut
wacht auf vom Beauty-Schlaf. Und zwar ist sie super schön weich und richtig schön hydrating. Also da gibt es bestimmt auch irgendwas im günstigeren Bereich, was ähnlich formuliert sein wird. Natürlich zahlt man da auch definitiv immer ein bisschen den Namen mit bei teureren Brands. Aber ich finde das Zeug toll. Also falls ihr irgendwas von Kylie Skin ausprobieren wolltet, dann probiert das hier aus, falls ihr trockene Haut habt. Definitiv. Also ich habe eher so dehydrierte Haut und trotzdem fettige Haut. Ihr versteht schon, was ich meine. Und das Zeug ist grandios. Ich liebe das. Wir kommen gleich zum Make-up, aber ich habe hier noch ein Ding, wo mein Deckel abgefallen ist und das ist kaputt. Und zwar ist es ein SPF 50 und ich habe absolut keine Ahnung, ob jetzt der hier speziell unglaublich gut ist. Das ist aber der, den ich immer benutze. Und zwar ist der von Mimi Tika. Ich habe das, glaube ich, in irgendeinem PR-Paket mal bekommen. Ich habe absolut keine Ahnung mehr von wem. Vielleicht Sephora oder Douglas oder ASOS? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das einer der wenigen SPFs, die ich persönlich gerne trage auf meiner Haut. Ich kann den auch super unter Make-up machen und der ist nicht super fest und schmierig oder so. Selbst wenn man viel davon aufträgt, ist der vollkommen akzeptabel. Ich habe aber auch schon einige andere SPFs so ein bisschen ins Auge gefasst, die ich probieren möchte. Ich habe mich echt dieses Jahr erst so richtig mit SPFs auseinandergesetzt und allgemein gesprochen ist das ein Top. Nicht nur dieser spezielle hier, obwohl ich den wirklich empfehlen kann. Ich finde den super, aber allgemein SPF ist sehr, sehr wichtig, liebe Freunde. Wir wollen alle keine frühzeitige Hautalterung und da helfen SPFs im Alltag einfach sehr, sehr weiter. Ich habe noch ein Haarprodukt, was ich kurz mal in die Runde werfen möchte, und zwar von Langhaarmädchen. Das Haaröl Elixir Intense Repair Kokosöl und Buritiöl. Ich wollte gerade Buritoöl sagen. Das ist nur das Kleine. Ich habe die große Flasche auch noch unten, aber das steht bei mir immer oben im Bad. Das hier ist mit das beste Haaröl, was ich bisher ausprobiert habe. Ich habe jetzt nicht unglaublich viele ausprobiert. Ich benutze auch nicht so viele verschiedene Produkte auf meinen Haaren. Man könnte es kaum glauben, aber ich tue es tatsächlich nicht. Aber das hier gehört auf jeden Fall dazu. Das ist eins der wenigen Sachen, die ich euch wirklich empfehlen kann, wo ich sagen kann, okay, das mag ich wirklich gerne und die Haare riechen danach so schön und die sind so schön weich und ich liebe es einfach total. Okay, Leute, tauchen wir mal in die Welt des Make-ups ein. Ich fange mal Primer an, denn Dominique Cosmetics, hallo, das Ding hat mein Jahr einfach verändert, was mein Make-up-Game betrifft. Wenn ihr dehydrierte Haut habt, viele Hautschuppen auch, das ist ein grandioser Primer. Ich finde den ganz toll. Der macht eure Poren nicht feiner, der macht jetzt nicht irgendwas Verrücktes, aber der ist so angenehm auf der Haut. Ich glaube echt, das ist mit meine allerliebste Entdeckung dieses Jahr. Ich finde den grandios. Ihr wisst ja, dass ich sehr gerne die Essence Fresh & Fit Foundation benutze. Die ist eine meiner absoluten Lieblingsfoundations, habe ich heute auch drauf. Ich finde die ganz toll und die Farbe ist für mich perfekt. Das ist die hellste Farbe, die 10. Aber es gab noch eine andere Foundation, die ich euch so als Favoriten noch nicht gezeigt habe, glaube ich. Und zwar die NYX Bear With Me. Das ist eher so ein Tinted Skin Veil, also eher so ein Tinted Moisturizer. Das ist auf Fotos so wunderschön. Das ist das Schönste auf Fotos überhaupt. Jedes Foto, auf dem meine Haut richtig geil aussieht, ist diese Foundation, beziehungsweise dieser Tinted Moisturizer. Ich bin jetzt nicht unbedingt die Full Coverage Queen des Jahrtausends, deswegen ist das einfach ganz toll. Und gerade für den Alltag, ganz ehrlich, wenn ihr sowas sucht, kann ich euch unglaublich gerne empfehlen, weil ich liebe das Zeug sehr. Ein riesengroßer 2020-Applaus geht für mich raus an Rare Beauty. Ich bin sowieso Selena Gomez Stan Nummer 1. Ich liebe diese Frau, okay? Ich liebe sie. Und als ich gehört habe, dass sie eine Make-up-Marke rausbringt, wusste ich, dass ich sie brauche. Und ich habe da tatsächlich auch noch ein Paket von denen bekommen. Ich war fix und fertig mit der Welt. Leute, ich war kaputt. Ich konnte nicht mehr. Aber ich habe die Produkte ausprobiert. Einige davon waren nicht so ganz mein Fall. Andere dafür umso mehr. Und da kommen wir jetzt erstmal zum Concealer. Ich finde den Concealer toll. Das ist einer meiner liebsten Concealer, die ich dieses Jahr überhaupt ausprobiert habe. Ich glaube, wenn nicht sogar eben der liebste, deswegen zeige ich euch den hier. Ich glaube, es gab keinen, zu dem ich öfter gegriffen habe als der hier. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass ich ihn ganz toll finde. Und ich liebe den sehr. Wir sind so. Das war aber tatsächlich noch nicht alles, denn eine Sache hat meine komplette Make-up-Routine verändert. Und ihr wisst, glaube ich, was kommt. Die Blushes von Rare Beauty. Das ist einfach nur die Farbe Bliss. Aber alle, ausnahmslos alle, sind mir so ans Herz gewachsen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich Puderblush auftrage gefühlt, weil ich nur diese Dinger hier benutze. Ich schwöre euch, ich benutze nichts anderes mehr. Ich benutze immer nur Liquid Blush und das war eben wegen Rare Beauty, weil ich die ausprobiert habe und die so geil sind. Also die kann ich sogar über Puder auftragen und die werden nicht fleckig.
Ich finde es grandios. Diese Dinge haben mein Make-up-Game komplett gesprengt, ganz ehrlich. Verspreche euch, wir gehen gleich zu einer anderen Marke, aber ich habe noch was. Und zwar die Rare Beauty Lippenstifte. Wie heißen die denn? Matte Lip Cream. Vor allen Dingen diese zwei Farben. Das ist Energize und Heroic. Die habe ich sehr, sehr gerne gemischt. Ich kann euch gerne mal ein Bild einblenden, wo ich die zum Beispiel drauf habe. Da kommt noch ein anderes Top-Produkt dazu, gleich dazu mehr. Aber die sind so geil. Also die Formulierung ist mega. Und da kann man eben so richtig geile, so ausgeblendete Farben machen. Es gibt sicherlich noch andere Produkte, die ähnlich sind, aber ich, ganz ehrlich, mir fällt kein einziges Produkt in meiner Sammlung ein, das so ist wie die. Es erinnert mich ein bisschen an die NYX Soft Matte Lip Creams, aber die hier sind viel, viel, viel besser, meiner Meinung nach. Und man spürt sie einfach fast gar nicht auf den Lippen. Es ist richtig crazy. Also ich hoffe, dass Rare Beauty jetzt bald mal nach Deutschland kommt. Es hieß ja, dass es jetzt 2021 passieren soll, dass es europaweit auch verkauft wird. Deswegen bin ich mal sehr gespannt und ich warte wie auf glühenden Kohlen. Denn Leute, schaut euch das hier mal an. Mein armer Rare Beauty Foundation Pinsel ist so grün und ich muss ihn versuchen auszuwaschen. Ich habe es einfach nicht geschafft und ich hoffe, dass ich ihn wieder regenerieren kann. Denn das ist definitiv, neben meinen eigenen Pinseln, mein allerliebster Pinsel überhaupt. Nicht nur von 2020. Überhaupt. Ich habe fast aufgehört, Beauty Blender zu benutzen. Und ihr wisst, wie sehr ich Beauty Blender liebe, okay? Dieser Pinsel! Grandios! Grandios! Liebe den, sobald das verfügbar ist und ihr einen Foundation-Pinsel sucht, bitte nehmt den hier und keinen anderen. Der ist mega. Kommen wir zu einer weiteren Firma, die ich erst dieses Jahr durch mein Black Lives Matter Video gefunden habe, und zwar Beauty Bakery. Ich kam irgendwie nie dazu, was von denen zu bestellen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind die mir so ein bisschen verflogen. Und dann habe ich sie bestellt für dieses Video. Und dieses Puder, ich liebe es. Ich möchte gerne was anderes sagen, aber das sind einfach meine Lieblingsprodukte. Und das Ding ist großartig. Ich finde das ganz toll. Man kann da super wenig davon auftragen und es setzt trotzdem schön alles und es sieht super aus. Und ich mag das wirklich, wirklich sehr gerne. Das steht eigentlich immer auf meinem Schminktisch, weil ich es immer wieder benutze. Ach ja, was ich zu den Lippen noch sagen wollte, auch auf dem Bild hat man es gesehen, was ich vorhin eingeblendet habe. Klarer Lipgloss, der hier sieht nicht mehr ganz so klar aus, aber ich schwöre, er war klar. Klarer Lipgloss, scheißegal von welcher Firma, das ist jetzt NYX und das ist Sleek. Vollkommen wurscht egal, okay? Klarer Lipgloss. Wieso haben wir die so lange vernachlässigt? Warum? Man braucht ja gar nicht 200.000 verschiedene Lipglosse mit 5.000 verschiedenen Farben. Man braucht eigentlich nur einen klaren Lipgloss. Erkenntnis des Jahrtausends. Nein, gerade für solche ausgeblendeten Looks, ganz ehrlich, das sind so geil. Ich liebe den Look davon. Und das war so ein bisschen mein 2020-Vibe einfach. Und ich werde den auch weitertragen in 2021. Ich werde ihn ganz stolz weiterführen. Das werde ich nicht sterben lassen so schnell. Deswegen, klarer Lipgloss muss da auf jeden Fall auf dieser Liste stehen. Ich glaube, ich gehe mal in die Welt der Lidschattenpaletten. Das ist ja immer eine sehr, sehr spannende Kategorie, muss ich sagen. Muss ich nichts dazu sagen. Meine eigene Palette. Da. Aber es gab noch ein paar andere, die wirklich einen sehr, sehr, sehr großen Platz in meinem Herzen gefunden haben. Vor allen Dingen dieses Jahr. Ich habe ja sehr viele Videos gemacht zu verschiedenen bunten Make-up-Looks, ausgefallene Make-up-Looks, die ihr gemalt habt und so weiter. Ich habe ja wirklich richtig reingehauen dieses Jahr, letztes Jahr. Und da war eine Palette wirklich nicht wegzudenken und das ist für mich immer noch die allerbeste bunte Palette. Die Beauty Bay Bright Matte Palette. Wenn ihr eine wirklich günstige Palette sucht, die alle Farben hat, die man für bunte Looks brauchen könnte, here she is. She's ready for you. Gerade was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, ist sie nicht schlagbar, meiner Meinung nach. Also wirklich gar nicht. Unabhängig davon ist sie so toll. Ich habe so viele bunte Paletten. Wirklich viele, 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 viele. Und das ist definitiv in meiner Top 3 locker. Und was gerade eben den Preis betrifft, definitiv nicht schlagbar. Also die hier kann ich euch 1000% empfehlen. Ich habe aber noch eine, die so ein bisschen höherpreisig ist, beziehungsweise zwei, die mich auch sehr, sehr begleitet haben dieses Jahr. Und zwar die Be Perfect Paletten. Ich weiß es gerade nicht genau, welche ich euch zeigen soll. Ich habe die Carnival 3 noch hier und die Carnival XL Pro. Die sind einfach auch wirklich top, was die Qualität betrifft. Also was die Pigmentierung betrifft, wenn ihr was Buntes sucht, was eben so richtig reinhaut. Ganz ehrlich, das ist... Ich habe euch im Laufe des Jahres durch Purish, ich muss mich gerade mal zusammenreißen, durch Purish ganz oft von denen erzählt, weil die ja verkaufen und ich auch eben viele Videos dafür gemacht habe. Und ich finde die toll. Also die Pigmentierung ist kaum zu schlagen. Ich finde die wirklich, da kann man nichts aussetzen. Also ich
finde nichts daran auszusetzen. Ich finde die super. Für alle Leute, die es ein bisschen natürlicher wollen und die eben nicht so mega bunt suchen, habe ich auch noch eine Palette rausgesucht, die mir sehr am Herzen liegt. Ich glaube, es liegt daran, dass sie meiner so ein bisschen ähnlich ist. Und ich liebe die Verpackung und die Brand an sich sehr. Nabla, Dreamy 2. Ich habe jetzt die Dreamy 2 ausgewählt, weil die einfach für mich irgendwie was Besonderes hat. Und es liegt sicherlich ein bisschen daran, dass sie durchaus ein paar ähnliche Farbtöne hat wie meine eigene Palette. Aber das ist eine so schöne Palette. Wenn ihr euch irgendwie was gönnen wollt und was Hochwertiges wollt und von einer Marke, die eben so ein bisschen Indie ist und die jetzt auch eben viele gute Werte hat, tierversuchsfrei und so weiter und so fort, dann seid ihr bei Nabla definitiv richtig. Und ich finde die toll. Ich finde die so toll. Man sieht ihr sogar, wenn man genau hinguckt, an, dass ich sie oft benutzt habe. Und das soll was heißen bei mir, weil ich habe sehr viele Paletten. Und ich probiere immer wieder neue aus. Und ich versuche auch immer wieder so ein bisschen Wie heißt es denn? Tauschen? Das war nicht das Wort, was ich gesucht habe. Ich habe noch so einen kleinen Sparfuchs-Tipp und zwar Eyeliner, NYX Epic Ink Liner. Ich habe euch das, glaube ich, letztes Jahr öfter erzählt als sonst irgendwas. Ich habe es öfter erzählt, als ich meinen Rabattcode in die Kamera gehalten habe oder meine Pinsel oder meine Wimpern wahrscheinlich. Diese Eyeliner. Junge, das ist die normale Version davon. Die haben immer wieder so Holiday Collections, was ich voll süß finde. Aber das ist alles der gleiche Eyeliner. Also der NYX Epic Ink Liner. Unglaublich guter Eyeliner, vor allen Dingen für den Preis. Ich habe keinen gefunden bisher, der dem das Wasser reichen kann, gerade für den Preis. Es gibt viele, die höherpreisiger sind und gleich gut sind oder, keine Ahnung, da mal ein bisschen was besser haben oder da. Aber ganz ehrlich, es gibt keine negative Seite an diesem Eyeliner, meiner Meinung nach. Also ich habe noch nie ein Problem mit diesem Eyeliner gehabt. Ich liebe den. Das ist eine super feine Spitze. Ich liebe diese Pinselspitzen, die eben ganz, ganz, ganz präzise sind. Und der ist super schön pigmentiert. Da ist kein Problem mit Austrocknen. Ich habe manche von denen ein Jahr lang offen gehabt und die haben immer noch wunderbar funktioniert. Also da kann ich wirklich langfristig sagen, das ist ein großartiges Produkt und kann ich definitiv empfehlen. Ich habe jetzt hier nochmal zwei komplett unterschiedliche Preiskategorien für Mascara, aber ich möchte euch beide gerne zeigen. Und zwar habe ich hier einmal offensichtlich die Too Faced Damn Girl Mascara. Das ist meine persönliche Lieblingsmascara, die macht aus meinen Wimpern wunderschöne Wimpern. Laura mag sie nicht, ich liebe sie. Mascara ist immer so ein sehr individuelles Thema, aber ich kann mal sagen, wenn ihr die Mascaras, die ich persönlich gerne mochte in Vergangenheit, auch gerne mochtet, war das Deutsch? Dann ist diese Mascara definitiv was für euch. Also die finde ich toll, finde ich besser als die Better Than Sex, ich persönlich, okay? Laura, es tut mir leid, okay? Beruhig dich. Das ist wirklich so meine liebste Mascara-Entdeckung gewesen und ich benutze die ständig. Also das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte, die ich habe und das soll was heißen. Aber es gab noch eine Entdeckung, die ich gemacht habe im Drogeriebereich und zwar die hier. Das ist die Essence You Better Work Length Definition Mascara. Gym Proof and Waterproof. Keine Ahnung, ob sie wirklich Gym Proof und Waterproof ist, aber die macht wirklich, wirklich schöne Wimpern, gerade für den Alltag. Die sind lang und schön, aber auch nicht super krass dramatisch. Also die finde ich gerade für den Alltag wirklich toll. Habe ich ja auch heute benutzt, lustigerweise. Ich habe aber auf Wimpern drauf, das heißt, es bringt euch gar nichts. Ich habe aber kein Problem mit Verschmieren oder sonst irgendwas. Die bröckelt nicht im Gesicht rum oder sonst irgendwas, sondern die ist wirklich toll, meiner Meinung nach. Also da kann ich definitiv auch eine kleine Empfehlung rausgeben. Wenn ihr mal der vorbeilauft und vielleicht eine neue Mascara sucht, schaut sie euch mal an. Wie gesagt, ich habe ja auch eigene Wimpern gemacht, aber das hält mich nicht davon ab, meine absoluten Lieblingswimpern, die dieses Jahr rausgekommen sind, zu zeigen. Und zwar die hier. Naomi, du hast abgerissen. Du hast abgerissen, Mädchen. Hätte ich die gemacht, würde ich mir die 200-fach in mein Zimmer stellen. Jesus. Die Taco Lashes von der Naomi John und Melody Lashes Kollektion. Groundbreaking. Amazing. I love them. With all my heart. Meine sehen jetzt mittlerweile schon echt mitgenommen aus. Die sind bald, die fallen bald auseinander. Ich spüre es schon. Ich habe die so oft benutzt. Also wirklich so oft, dass es mir schon wehtut, dass sie bald auseinanderfallen. Die sind auch grün jetzt gerade. Fragt einfach nicht. Ich habe sie so oft benutzt. Die sehen so cool aus durch diese unterschiedlich langen und die perfekte Länge und Dichte dafür, dass es trotzdem noch tragbar ist, aber trotzdem cool aussieht und ein bisschen edgy und so. Ich bin ja so ein bisschen möchte gerne edgy, ne? Wirklich Naomi an dieser Stelle. Gruß geht raus. Ich finde auch die Chili Lashes zum Beispiel super, aber Taco ist definitiv mein Favorite. Anfangs dachte ich, dass Chili mein Favorite wird, aber nein. Die hier. Oh Leute, bevor ich es vergesse, ich hätte es wirklich fast vergessen. Ich habe fast das ganze Jahr über Neo Nails benutzt. Ich habe jetzt keine mehr drauf, blöderweise, weil ich einfach zu faul geworden bin.
Quarantäne kickt auf jeden Fall. Aber ich habe eine mega Liebe zu UV-Nagellack entdeckt. Jetzt nicht nur Neonails, ich habe auch verschiedene andere Brands probiert und ich hatte nie Probleme mit irgendeiner davon. Ich hatte zum Beispiel noch, oh nein, wie heißen sie? Semilack? Oder so. Fand ich auf jeden Fall auch super. Ich habe echt eine große Liebe zu UV-Nagellack gefunden. Aber nur, weil ich unten drunter diesen Peel-Off-Base-Coat mache, so in die Mitte vom Nagel. Ich habe mal ein Tutorial auf Instagram gemacht dazu. Das findet ihr bei meinem IGTV, glaube ich. Wenn ihr da mal vorbeischaut, dann findet ihr das definitiv. Ich habe eine Nagelroutine sozusagen gemacht mit meinem Base-Coat, weil man dann eben einfach den Nagellack wieder abziehen kann, wenn man ihn nicht mehr haben will. Und das hat mein Leben bereichert. Ich habe das so geliebt. Aber ich habe einfach momentan keine Zeit und auch keine Lust, mich hinzusetzen, eine Stunde, um meine Nägel zu machen. Deswegen habe ich mich jetzt schon länger nicht mehr mit Nagellack gesehen. Aber wenn, dann definitiv Neonails bzw. UV-Lack. Ich habe hier noch ein sehr unerwartetes Produkt und zwar das hier. Gotta Be Kleber, wasserfeste Styling Gel. Nicht für die Haare, sondern für die Augenbrauen. Es gibt wirklich nichts, was meine Augenbrauen irgendwie nach oben hält, wenn ich wirklich mal so richtig so Soap-Brows-mäßig meine Augenbrauen machen will. Es funktioniert einfach nicht und das ist das einzige Zeug, was die halbwegs nach oben hält. Und deswegen kurzer Honorable Mention für Gotta Be Kleber. Ganz tolles Zeug. Großartig für Augenbrauen. Toll. Super. Hält euch übrigens auch ungefähr ein zweites Leben, wenn ihr das für Augenbrauen benutzt. Weil guckt mal, wie viel ihr drin ist. Und guckt, wie viel ihr für Augenbrauen braucht. Fast gar nichts. Also Sparfuchs am Start. Wenn wir gerade bei den Augenbrauen sind. Dieses Zeug hier hat mir meine Augenbrauen so oft gerettet. Das ist Kybrow von Kylie Cosmetics. Von Kylie Cosmetics in der Farbe Ebony. Das ist einfach eine perfekte Farbe für mich. Das Zeug trocknet einfach nicht aus. Was ich immer hatte bei den Anastasia Dip Brows, nervt mich unglaublich. Und bei denen ist es mir tatsächlich nicht passiert. Ich habe den sogar mal über Nacht offen gelassen. Wenn ich das gemacht hätte bei meinen ABH-Dingern, wären die komplett kaputt gewesen. Der hier funktioniert immer noch wunderbar. Auch die Augenbrauenstifte finde ich toll, aber das Zeug hier war vor allen Dingen in der zweiten Hälfte von 2020, glaube ich, so meine Rettung. Weil ich auch angefangen habe, meine Augenbrauen abzurasieren hinten, damit ich einfach mal coolere Formen machen kann und so. Das bereue ich auch auf gar keinen Fall. Ich habe sie auch wieder so ein bisschen abrasiert, aber nicht ganz so sehr wie sonst. Es wird aber wieder zurückkommen. Ihr werdet die abrasierten Augenbrauen wieder sehen. Es tut mir leid. Ich habe noch einen Highlighter, den ich auch überhaupt nicht mehr aus dem Kopf bekommen habe, als ich ihn ausprobiert habe und ich habe ihn euch so oft gezeigt. Von Melt Cosmetics und zwar dieser hier. Das ist die Farbe Stargazer und das ist einfach einer der schönsten, wunderbarsten Highlighter, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Wow, man sieht halt einfach gar nichts. Das war natürlich sehr intelligent jetzt von mir, weil der einfach so ein wunderschönes Finish hat. Ich kann ihn vielleicht einfach mal ein bisschen drauf machen. Ich habe jetzt zwar noch einen anderen drauf, aber das macht ja nichts. Das ist so geil. Also die Highlighter-Kategorie gewinnt der für mich definitiv. Das war so mein liebster Highlighter, gerade auch für den Alltag. Man kann ihn auch ein bisschen schwächer auftragen, wenn man möchte. Und das sieht so schön aus. So schön. Ich liebe ihn. Eine Sache kann ich euch absolut nicht mehr ans Herz legen, als dieses kleine, winzige Ding hier. Das ist Freck. Und damit mache ich meine Freckles. Jedes Mal, wenn ihr Freckles seht an mir, habe ich die damit gemacht. Das ist das beste Zeug, was es gibt dafür. Es ist leider teuer. Aber es hält euch wirklich lang. Also es ist eigentlich richtig lächerlich, wie wenig hier drin ist und wie teuer das ist. Es gibt auch noch eine größere Version, das ist dann ein bisschen besser vom Preis-Leistungs-Verhältnis sozusagen. Aber ich könnte keine Freckles ohne Freck machen. Ich habe es in allen möglichen Varianten versucht und nie ist es so gut geworden wie mit diesem Zeug. Ganz ehrlich, wenn ihr vielleicht schon länger drum rumschleicht und euch denkt, ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist, ich kann euch wirklich nur sagen, es ist grandios. Ich empfehle es jedem, der Fake Freckles machen möchte und der das feiert und der das eben schnell und einfach haben will und dass es auch wirklich hält und dass es nicht verschmiert über den Tag und so weiter. Grandios. Ich liebe Freck für immer und ewig wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht so ist die Make-up-Industrie, aber momentan und letztes Jahr und immer noch liebe ich dieses Zeug wirklich unglaublich sehr. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich Fake Freckles ohne dieses Zeug machen sollte. Es funktioniert für mich einfach nicht so gut und es verwischt immer irgendwie und verblasst und das Zeug, das hält und es sieht gut aus und es ist einfach anzuwenden. Es ist einfach genauso, wie man es haben möchte. Deswegen Freck, falls ihr irgendwie so ein bisschen drum rumschleicht schon länger, definitiv eine Empfehlung von mir. Ich persönlich mag es unglaublich gerne. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ich habe ja auch die Kinoflow Diva Lights, also die Beleuchtung, bei mir in meinem Studio zu stehen. Und das war eine Investition. Ich habe es mir jahrelang überlegt. Das ist wirklich
unglaublich teuer. Wenn man da hochwertige Beleuchtung haben möchte, muss man da schon richtig tief in die Tasche greifen. Ihr wollt nicht wissen, wie viel, aber es steht ja hier dabei. War aber ein definitives Upgrade. Ich bereue es keine Sekunde lang. Ich finde die ganz, ganz toll. Genau wie meine Blackmagic-Kamera. Wir haben ja ein bisschen uns so rangetastet in die Musikvideo-Welt. Ich habe ja mein Musikvideo zu When She's Away zusammen mit meinem Freund alleine gedreht. Plus ein paar Leute, die eben geholfen haben. Aber wir haben das ganze Ding alleine gerockt. Und natürlich auch, hätten wir es auch ohne die Leute nicht hingekriegt, die dabei waren. Also vielen Dank an dieser Stelle an euch auch. Aber an sich haben wir das so als Laien, sage ich mal, komplett selbst gemacht und die Qualität ist toll und ich liebe diese Kamera. Ich bin so glücklich, dass ich die gekauft habe, auch mit dem Ronin, auf dem die steht. Beides eine Mega-Kombi, ich bin richtig glücklich damit. Ich filme mit der Blackmagic nicht meine YouTube-Videos, weil es einfach auch viel zu große Dateien wären und es ist einfach ein großer Aufwand, der nicht wirklich notwendig ist. Aber gerade für Musikvideos sind so ganz ehrlich Mega-Investitionen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch anmerken möchte: die Farben von Push Art. Ich mag Carina an sich voll gerne, aber die Farben sind wirklich toll. Also das Rot vor allen Dingen. Wenn ihr Bodypainting macht und ihr nicht ständig alles rot gefärbt haben wollt, wenn ihr es wieder abschminkt, versucht mal die Bodypaint-Farben von Push Art, wenigstens das Rot. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sie es macht. Bei mir, da färbt sich gar nichts auf meiner Haut. Ich mache es wieder ab und dann ist es weg. Also ideal. Ich kann nicht sagen, wie oft ich die benutzt habe und wie oft ich es geliebt habe und wie glücklich ich immer war, dass ich die hatte. Ich hätte auch vielleicht die Silver Beauty Liner an dieser Stelle nennen können. Ich habe die auch unglaublich oft benutzt. Ich weiß gar nicht, wieso ich das nicht bedacht habe. Im Grunde sind die wie wasseraktivierte Farben, haben die auch mit Wasser aktiviert. Und es sind einfach Eyeliner, die auch vom Preis her vollkommen in Ordnung sind und die wirklich, wirklich gut funktionieren. Diese Dinger, die decken euch alles ab. Also das kann ich euch auch nochmal kurz als Empfehlung aussprechen, wenn ihr bunte Eyeliner sucht, vielleicht für ein paar coole Looks oder sowas. Ja, für was denn sonst, Ellie? Warum sollten sie sonst suchen? Ja, Leute, ich glaube, wenn ich mich hier so umgucke, habe ich eigentlich alles erwischt. Es kann sein, dass ich wieder irgendwas vergessen habe. Sowieso. Es passiert immer. Ich mache mir immer Listen und dann vergesse ich trotzdem immer irgendwas. Aber ich habe mir Mühe gegeben, okay? Viele Sachen gefallen mir, weil sie für mich gut funktionieren, weil sie mir gut gefallen, weil sie zu meiner Routine passen und zu meiner Technik. Aber es muss nicht heißen, dass es euch perfekt genauso gut gefällt wie mir. Falls ihr noch irgendwelche Jahresfavoriten habt, die ihr mir vielleicht auch empfehlen könnt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, auch wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr Teil der Familie werdet und den kleinen Abonnieren-Knopf drückt, falls ihr das noch nicht getan habt und auch die kleine Glocke aktiviert, um keine Uploads zu verpassen. Ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr Teil der Familie werdet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, denn ich habe ein ganz cooles Video geplant mit euren Favoriten und euren Flop-Produkten. Das sind zwei verschiedene Videos. Das wird jetzt auch bald online gehen, deswegen haltet die Augen offen. Wir sehen uns dort und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.